Während alle anderen sich ziemlich große Sorgen machen um das, was da mit und um den Iran passiert, sagt sich die Wall Street, naja, der Iran, der ist kein Problem, deswegen haben wir nur relativ leichte Abgaben. Der US-Indizes dagegen, vor allem europäische Indizes, deutlich stärker unter Druck. Schauen wir uns mal so ein paar Dinge an, die vielleicht auch für die nächsten Tage relevant und entscheidend werden könnten. Zunächst mal die Reaktionen, die hier auf die Tötung dieser beiden hochrangigen Militärs der Fall waren. Wir haben ja praktisch mit Soleimani denjenigen, der ein potenzieller Staatsführer war, war eigentlich die Nummer zwei im Iran, also nicht gerade ein Niemand, Führer der Quds-Milizen. Quds steht für Jerusalem, das arabische Wort für Jerusalem. Da zeigt sich schon die anti-israelische Stoßrichtung. Gleich mehr zu den geopolitischen Konsequenzen. Jedenfalls Donald Trump hat gesagt, ja, der Iran hat noch nie einen Krieg gewonnen, aber hat noch nie eine Verhandlung verloren. Also die direkte Aufforderung, Leute, verhandelt und führt keinen Krieg. Mal sehen, ob sich die Iraner dran halten. Das ist natürlich eine unglaubliche, naja, kann man sagen, Beschämung. Das ist ein Tiefschlag für die Iraner, den sie normalerweise nicht ungesühnt lassen können. Gerade autoritäre Regime müssen ja sozusagen immer darauf achten, dass sie ihr Gesicht nicht verlieren, sonst verlieren sie ihre Autorität, also das Kernmerkmal ihrer autoritären Herrschaft sozusagen. Wir sehen dann Pompeo, der gesagt hat, naja, das war sozusagen eigentlich so eine Geschichte, dass wir hier handeln mussten, aber wir sind sozusagen für Deeskalation. Die Iraner wiederum sagen, dass die Konsequenzen die gesamte Region, die wir uns gleich mal anschauen, erfassen könnten. Dann hat die USA auch hier bekannt gemacht, dass Intelligenzkreise, also Intelligence, das sind Geheimdienstekreise, wohl meinten, es stünden Anschläge auf US-Bürger und US-Institutionen im Nahen Osten unmittelbar bevor von Soleimani geplant. Deswegen habe man hier agieren müssen. Die Chinesen sagen, naja, das ist ein Problem für die USA. Sie verlieren dadurch Einfluss auch in Asien. Schauen wir uns mal an, was da eigentlich der Fall ist, worum es geht. Wir sehen hier vor allem die Straße von Hormuz, die interessant werden konnte. Könnte Yunus Yun hat vorhin den Tweet, den ich kurz gezeigt hatte, gesagt, ja, kürzlich haben noch China und Russland hier in dieser Meeresenge, vor dieser Meeresenge in der Straße von Oman Militärübungen durchgeführt, durchaus mit Wohlwollen des Iran. Für China ist der Iran ja zentral als Durchgangspassage nach Europa für die Seidenstraße. Und wir sehen, der Iran hat hier in dieser Straße von Hormuz diese kleinen Inseln besetzt, was sehr umstritten ist, aber man kontrolliert sie eben. Da könnte man im Prinzip Militärbasen, könnte man Waffen aufstellen und könnte dann sagen, okay, wir schließen diese Straße von Hormuz, durch die 20% der weltweiten Öltransporte gehen. Und zack, hätten wir durchaus einen gewissen Ölschock, der hier der Fall sein könnte, mit der Folge, dass die Inflation steigt, dass sozusagen die Verbraucherstimmung darunter leidet, dass der Konsum leidet mit unabsehbaren Konsequenzen. Und der Iran ist eben nicht irgendjemand, hier sehen wir den Iran, sondern er hat maßgeblichen Einfluss im Jemen über die Houthi-Rebellen. Er hat im Libanon die Hisbollah sitzen, direkt im Norden von Israel. Er hat hier im Irak Einfluss, einer der Getöteten, den wir vorhin gesehen haben, war praktisch der Führer der irakischen Milizen, eng mit dem Iran verbündet. Man ist hier in Syrien wohlgelitten. Man hat Assad im Grunde gerettet, man hat den IS bekämpft, all diese Dinge sind relevant und jetzt könnte es eben zu einer maßgeblichen Eskalation kommen. Mal sehen, was die Iraner sich einfallen lassen, ob sie sich was einfallen lassen. Am Sonntag soll es zu einer Krisensitzung des Parlaments in Teheran kommen. Vielleicht ist das aber nur ein Ablenkungsmanöver, vielleicht plant man vielleicht schon am Samstag einen Coup, wer weiß das schon, wir werden sehen. Jedenfalls ist das die Situation und die besorgt viele. Wir sehen hier Twitter-Trends, weltweite Twitter-Trends. Nummer eins ist Iran mit über 2,2 Millionen Tweets. Dann kommt schon der dritte Weltkrieg, World War III und dann World War III auch als Wort. Also wir sehen, dass hier die Leute sich durchaus Sorgen machen, dass man durchaus diese Gefahr ernst nimmt, zumindest ernster als die Wall Street, die mal wieder mit anderen Dingen beschäftigt ist, zum Beispiel mit Evans, der Fed, der Dallas Fed-Chef, der heute gesagt hat, ja, alles gut, wir werden die Zinsen jetzt erstmal unverändert lassen in 2020, solange die Inflation nicht ansteigt, aber
Vielleicht steigt die eben an im Gefolge dieser ganzen Geschichte. Das werden wir sehen. Wir hatten heute Daten aus den USA. ISM-Index, schlechtester Wert seit Juni 2009 mit 47,2. 8 von 10 Unterkomponenten sind gefallen. Und wir sehen also, die greatest economy ever hat zumindest in Sachen Industrie, denn es war das, war der ISM-Gewerbe ein kleines Problemchen. Aber man hat kein Problem offenkundig mit der Tatsache, dass die Aktienmärkte davon relativ wenig betroffen sind, was zumindest die Wall Street betrifft. Wenn wir uns hier mal die Mutual Fund Managers anschauen, also die Fondsmanager, die aktiven Fondsmanager, dann haben die derzeit eine Cashquote von 2,8%, liegt auch an diesem ganzen Passive Investing über ETFs. Da ist man gezwungen, vielleicht noch stärker in den Markt zu gehen, um irgendwie Performance nachzuweisen. In den 90er Jahren, als damals Bush in den Irak einrückte, damals noch Bush Senior, da hatte man 12% Cash-Quote. Das ist also heute anders. Man ist also sozusagen weniger abgesichert, könnte man sagen, aber gleichwohl macht man sich keine Sorgen. Schauen wir uns mal die Indizes an, was wir hier sehen. Das ist der Nasdaq. Wir sehen hier den Nasdaq 100, die Charts von Capital.com. Wir sehen hier diesen Abverkauf und dann kaum war die Wall Street geöffnet, ging es nach oben. Die Sorgen machen sich die anderen offenkundig. Wir sehen den S&P 500, der gestern ja auf 3.260 etwa gestiegen war, jetzt bei 3.245. Nicht wirklich große Verluste, 15 Pünktchen im S&P 500. Wir sehen beim DAX doch etwas größere Verluste in der Summe. Wir waren schon bei 13.120 im Tief, kommend von 13.440. Da waren wir noch gestern Abend, eben vor dieser Tötung von Soleimani, und sehen, dass wir also nach wie vor doch relativ weit von diesen Hochs weg sind. Wir sehen, das wollte ich nicht sagen, wir sehen, dass der Euro gelitten hat. Wir sehen sozusagen eine Flucht ein bisschen in den Dollar, auch wenn sich der Euro wieder ein bisschen erholen kann, 1,1168. Wir sehen, dass Gold zulegen kann, klar, Flucht in die Sicherheit, 1548, und wir sehen das amerikanische Crude Oil bei $62,62. Wir waren im Hoch schon fast bei $64. Wie gesagt, da ist die Frage, was da kommen wird, ob es eine harsche Reaktion geben wird des Iran, was da wirklich dann der Fall sein wird, das ist die offene Frage. Wird die Wall Street so gelassen bleiben, auch übers Wochenende, wird man sich sagen, ja, da passiert nichts, da wird sich schon nichts tun und bleibt dann auf der Longseite stehen? Das ist die große Frage, meine Damen und Herren. Jetzt wünsche ich erstmal ein herrliches Wochenende und um 20 Uhr, da ist das FOMC-Protokoll, das wir bei Finanzmarktwelt noch zur Darstellung bringen. Schauen Sie da mal rein. Ansonsten, wie gesagt, ein schönes Wochenende. Ich sage Servus und Ciao.